todas las esferas del universo canten gloria para ti. Las plantas, la tierra, el fuego, el aire, las llantas, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino del hombre. Gracias, amadísimo Padre. Gracias, Padre. Willkommen zu BeTheChange.World. Mein Name ist Robert. Ich möchte gar nicht so viel reden, Freunde. Diese Schönheit ist nicht zu übertreffen. Das ist die schönste Jahreszeit für mich. Das Ende der Regenzeit. Es gibt diese magischen Sonnenaufgänge, da noch sehr viel Feuchtigkeit im Boden ist. Wenn die Sonne dann scheint, kommt dieser Dunst hoch. Thank you.
Das ist hier so eine Naturapotheke. Verschiedene Cremes. Ich kaufe jetzt hier Palo Santo. Die Dinger eignen sich gut gegen Sandfliegen. Da schmiert man sich ein. Gibt es verschiedene. Hier ist es China-Salbe. Ja, hier hat es 100 Pflanzen drin. Das sind hier zwei sehr starke Heilpflanzen: Copaiba und Uña de Gato. Ja, und die Dame füllt mir jetzt noch Weihrauch ab. Und ich gehe immer gerne hier einkaufen. Das ist wie immer hier in Peru, gibt es eine Marktstraße. Da sind sehr viele von solchen Läden, ja? Eine neben anderen. Heute bin ich mal hier zu der älteren Dame gegangen und kaufe ein. De camote, por favor, 2 kilos. Sonntag, 8.30 Uhr in La Merced. Street Food. Ich liebe beides in Peru, die Natur, aber auch das Leben auf der Straße. Ja. So sieht eine Fleischerei aus, typisch, alles hängt einfach rum. Nebenan werden Schuhe verkauft. So, und hier ist mein Fruchtstand, wo ich immer gerne einkaufe. So, mal gucken, was wir mitnehmen heute. Hola, buenos días, señorita. Más granada tienes? Ahí está, ¿no? Ah, qué rica. Grande granada. Granatapfelzeit. Einer meiner absoluten Lieblingsfrüchte. ¿Esa tela también vendes? No vendo. ¿Pero puedes traer? Ja, okay. Ja, okay. Uno para mi esposa. Para tu esposa, así mira. También, hay así, con guairuro. También hay así. Esa es bonito. Ajá. ¿Por cuánto? Esta vendo 30, 20 nomás 30. Ya, no vamos a engañar en el video, señorito, ¿ya? ¿Cuánto? Buen precio. SAP, ja, vente pago. Bodo. Ja, gut, boin. Gut, boin. Hä? Wollen wir shoppen? Ja, jetzt gehst du nach Hause frühstücken. Ja, gut, eat. Ja, we're gonna make a good eat. So gehe ich hier in Peru einkaufen. Das Ziel ist es, bald komplett auf dem Land zu leben. Ja, aber noch ist es nicht so weit. Und mein Ziel für die Zukunft ist, nur vom Garten zu leben. 100% Selbstversorgung, 100% Bio,
fruchtbasiert. Ja? Wenn die Jackfruits reif sind, dann beginnt hier das echte Paradies, dann hat man immer genug zu naschen. Und solange das noch nicht ist, gehen wir auf den Markt einkaufen. So Freunde, jetzt bauen wir meine Kreissäge zusammen. Hola Maestro. Que bonito, ne? Ah, das sieht gut aus. Jetzt geht's los, der Motor wird getestet. Ich habe ein großes Kreissägeblatt gekauft, 60 cm Durchmesser, made in Germany, ja, Peru kriegt man hier, made in Germany, so, doppelter Riemen, amerikanischer Motor, jetzt werden wir das Ding zum ersten Mal anschmeißen. Ja, damit wird gearbeitet. Was ich noch brauche, ist ein Spaltkeil. Ich werde mir hier noch einen Spaltkeil dran bauen, das machen wir gleich. Muss ich das noch anfertigen lassen. So, übermorgen kriege ich einen Spaltkeil gebaut. De Dose. Maestro, ja, vamos comer, ja? Vamos ver. So, Freunde, es ist Mittagspause. Meine Maria hat mir was Leckeres gekocht. Jetzt hole ich mir noch ein paar Chilis vom Busch. Das ist der Charapita-Busch von Marias Mutter. Die sind super lecker. Scharf wie sauer auf jeden Fall, Freunde. Also nur wenn ihr Chili mögt. Ich esse sehr viel Chilis. Ja, hier in den Tropen, Subtropen muss man auch immer wieder eine Parasitenkur machen. Aber wer regelmäßig Chili isst, braucht sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Das ist mal eine Süßkartoffel per excellence. Ja, das ist hier so wuchert eine Süßkartoffel. Wenn die einmal richtig Gas gibt, hier ist halt schöne sandige Erde. Süßkartoffel liebt sowas, ja. Ich war hier schon mal in einem Video von, vielleicht ein Jahr her schon, die Zeit läuft. Das ist hier so ein Gemeinschaftsgarten, mitten in der Stadt, am Stadtrand. Davon gibt es hier mehr, ja? Wie man das aus Deutschland kennt, so dieses Urban Farming, machen die Peruaner auch. Hat jeder Nachbar, der hier ist, hat hier so eine kleine Parzelle. Und die Leute bauen sich auch hier in der Stadt Essen an. Ja, hier wächst eine Tomate, ein paar Tomaten, da ist so eine kleine Papaya. Hier ist ein Kürbis, großen Blätter. Da vorne ist Mais, ja, Kürbisblume und ja, Leben mit der Natur kann man auch in der Stadt, wenn man drauf Lust hat. Ja, das ist jetzt hier Süßkartoffel, Brokkoli, viel Avocado, Paprika und hier ist noch Gurkensalat. Weiter unten haben sich noch Patacones versteckt. Das ist eine große Kochbanane, die werden frittiert, dann gedrückt und nochmal frittiert. Super lecker. Und Möhrchen, ja? Ja, Mahlzeit. Ja, yeah, we're gonna go to the chakra.
getrunken. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat gefallen. Heute hatten wir noch eine Community-Straßensäuberungsaktion. Wir haben die Abwasserkanäle gereinigt und wir renovieren gerade unser Dorfhaus. Im nächsten Video gibt es mehr Infos zum Thema Leben im Peru. Ich möchte ein paar Fragen beantworten, die mir regelmäßig gestellt werden. Habt ihr eine Frage, dann stellt sie bitte in den Kommentaren unter diesem Video. In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.